bringst ihn einfach um mit einem Seedingens. Ich meine, wir haben noch 18 Stück. Ja, komm. Kaputt. Genau. Und gehst dann Overwatch. Da. Du gehst in Overwatch. Du kannst dich langsam zurückziehen, oder? Hast nur 7 Schuss. Ja, geh mal nach da. Weil er hier wird sich gleich hierhin zurückziehen. Damit werden die alle auch abgedeckt. Das passt soweit. Du kannst dich auch ganz normal zurückziehen. Da das hier alles abgedeckt ist. Du bist der. Du bist der. Nö, nichts mehr über. Enter. 2 CP haben wir über. Für Ladehemmung. Das war's. Fast. Nicht gut. Der ist nicht gut. Oma. 5 CP ist in Ordnung. Ach, ey, könnte die Lösung sein für das Problem da hinten. Du geh mal da hin. Jetzt dreh dich mal. Was sage ich da? Der Flammenwerfer ist die Lösung für das Problem da hinten. Du geh mal nach da. Dreh dich nach da. Brennen aber den Korridor lang. So. Und zwar so, dass er noch ein paar Mal brennen würde, wenn er durchläuft. Falls er überlebt. Das sei nicht gut. Sauber. Also, Nummer 1 vom Schlachtfeld weg. Das ist der Clown-Terminator. Wusch. Nummer 2 vom Schlachtfeld weg. Der Hammer-Terminator. Wusch. Du bleibst einfach hier stehen. They will fall. Und du kannst da nicht stehen bleiben. Du bist hier einfach nur im Weg. Ich hätte gerne ihn da, wo der Flammenwerfer jetzt gerade steht. Deswegen stelle ich ihn mal hier hin, damit der Flammenwerfer an ihm vorbeigeht und er in die Richtung sichern kann. So, bringt also hier nichts mehr. Du gehst einfach vor. Du gehst in Overwatch. Du... Unten kommt gerade gar nichts, ne? Der einzige Blip ist da. Ja. Du läufst raus. Und zwar ruhig mit einem Punkt. Sogar eigentlich ruhig mit viel mehr Punkten. 1, 2 lassen wir über für ihn. Also kannst du ruhig noch einmal gehen. Dahin. So, du gehst da hinten hin. Moving ahead. Und nimmst dann die Position an, die ich vorher meinte. So, noch irgendwann Punkte über. Nur die, die eben Overwatch sind, ja? Jo, okay, enteren. Das wird eine ziemlich lange Mission werden. Wenn wir wirklich alle zum Ausgangspunkt bringen. Okay. 2 Punkte kann ich nicht neu würfeln, weil ich den Hammer-Terminator rausgeschickt habe. Das ist jetzt nicht so gut. Das hätte ich mal lassen sollen. Ich hätte ihn einfach irgendwo in eine Ecke stellen sollen, wo er nicht getötet werden kann. Aber gut, du gehst hier in Overwatch. Für den da. Du gehst einfach weiter. Und du gehst auch erstmal weg. Weil wenn was von da kommt, könnte er das später auch alles töten. Sobald er einen Schritt zurück gemacht hat. So, 2 CP. Brauchen wir die für eine Ladehemmung?
Der Flammenwerfer, da steht doof. Kommst du da hinten hin? Ja, kommst du. Schon steht der Flammenwerfer nicht mehr so doof da. Blip, blip, lebt. Okay. Warte mal, dreh dich mal um. So, nächste Runde machst du 1, 2, 3, Schrägstrich 4. Also Schrägschritt. Und dann kann er in Overwatch gehen. Jetzt steht er einfach nur dumm rum. Er steht einfach nur dumm rum. Er rückt auf. Librarian rückt nicht mehr auf, der hat sich schon bewegt. Du hast noch Punkte. Warte mal, du kannst rausgehen und er macht nächste Runde die Geschichte hier. Ja. Das passt doch schon eher. Damit sind wir auch durch und haben 2 Punkte über für etwaigen Beschuss. End turn. Genau jetzt kommen die alle. Stirb. Na, stirbt nicht. Das ist nicht gut. Gucken wir mal. Wie viel CP kriegen wir? Warum dauert das jetzt so lange? Nee, weh, das Spiel hat sich jetzt aufgehängt. Ernsthaft, die Mission dauert viel zu lange bisher. Die will ich nicht nochmal machen müssen. Ah, okay, ist doch gestorben. Warum auch immer. Warum? Was ist da gerade passiert? Warum hast du nicht geschossen? Na gut, du... Mach tot den da. Ja, war sehr ehrenhaft und so rum. Pritzeltot. Du dahin und dich gleich drehen. So. Drehen nach da. Du machst einen Schritt zurück. Gehst in Overwatch. Du gehst... 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung. Du gehst mal nach da hinten, drehst dich nächste Runde um. Securing position. So, du gehst einfach raus. Kam hier von hier hinten nicht was? Also hat er weggebrannt, okay. Du gehst dahin. Taking position. Du... Wo gehst du hin? Egal, wo er hingeht, stellt sich im Weg. Außer er steht hier. Jo, dann geht doch mal 2 vor. Geht an Overwatch. So, Overwatch. Overwatch. Ja, alles war durch. Wir haben 3 AP über. Und die hätte ich auch ganz gerne für Ladehemmung hier. Und das war's. Das sind 2 Blips. 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen nicht mal ordentlich ran. Es werden nur 2, 3 beschossen werden können. Also brauche ich keine 3 CP. 1 CP kann ich jetzt noch verwenden. Wofür? Er muss sich nächste Runde umdrehen und Overwatch gehen. Dafür braucht er 2 Punkte zum Drehen, 2 zum Overwatch gehen. Das ist vollkommen okay. Dann kann er sich zurückziehen, weil er bald eh nicht mehr so viel Munition hat. Und sobald er nachlädt, kann er explodieren. Das will ich nicht... Also zieht er sich dann zurück. Dafür braucht er aber keine Punkte, weil er kann die Punkte jetzt eh nicht benutzen, weil er im Overwatch ist. Du gehst yes, vor. Endturn. So, gucken wir mal, was hier unten jetzt passiert. They are close. Ja. Hier kommen gleich noch 2. Das war's. Das heißt, 5 CP, schon mal sehr gut.
Wir haben nur einen Genestealer, wir haben zwei Blips. Also, du kannst weggehen. Bist eigentlich schon weg. Du gehst zwei vor. Gehst da in Overwatch. Du bleibst da. Gehst in Overwatch. Du drehst dich jetzt um, wie besprochen. Schießt. Gehst in Overwatch. Du gehst weg. So, 5 CP-Punkte. Achso, der Librarian kann noch 4 Schritte. So. Yes, Commander. 5 CP haben wir über. Wir werden 3 höchstens davon. Ja, 3 höchstens davon brauchen. Also geh du nochmal 2 Schritte vor. Clear a path. Und dann gucken wir mal. Aber bisher bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir diese Mission schaffen ohne einen einzigen Verlust. Was sehr schön wäre, weil das gerade so eine Mission ist, wo man eigentlich nur 4 retten müsste. Wenn wir es damit einen schaffen, umso besser. Immer noch 3 CP. 2 CP. Clear to fire. Immer noch 2. Gut, hier kommen neue Blips. Nur hier? Fragezeichen. Nur hier? Ausrufezeichen. Wieder 5 CP. Das heißt, du verschwindest. Du läufst vor. Und dann benutzen wir gleich alle CP, um einfach mit ihm wegzulaufen, glaube ich. Sonst kommt er nicht hinterher. Warte mal, kannst du da hinten noch einen Barrier setzen? Ja, kannst du. Schwupp. Du. Ja, wir haben wirklich nirgendwo anders. Nee, haben wir nicht. Okay, dann machen wir das hier. 9 Punkte insgesamt. Was eine Menge ist. Du dahin. Und wenn das gleich alles gut läuft, können wir in der übernächsten Runde allesamt raus. Die hier können sich nächste Runde gar nicht bewegen. Und übernächste Runde könnten wir sie wieder festhalten. Das kommt jetzt echt nur darauf an, wo jetzt in der nächsten Runde der Blip auftaucht. Oder die Blips. So, wer hat noch Punkte über? Du hast Punkte über. Du. Geh schon mal weg. Moving ahead. Sonst hat er noch Punkte über. Er kann sie aber auch schon zurückziehen. Im Notfall könnte er halt in die Richtung schießen. Oder im Notfall können wir einfach laufen, weil es sind mehr als genug Felder hier. Die müssten 2 Runden lang geradeaus laufen, um uns zu erreichen. Also keiner mehr Punkte über? Nein. Endturn. So, da kommen jetzt welche. They come. Targets. Mhm. Ganz viele da hinten. 1 CP. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ja. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung, 7. Nö. Du gehst raus. Affirmative. Du gehst raus. Affirmative. Du gehst raus. Du gehst dahin, drehst dich nach da. Du gehst dahin. Nee, nee, nee. So kriegt ihr uns nicht. Also nächste Runde wird einer sich umdrehen müssen und kurz mal schießen oder Overwatch gehen. Aber... einen Punkt haben wir noch über. Dann geh doch jetzt schon mal dahin. Damit nächste Runde, wenn er vorwärts geht, er schon auf die schießen kann, die hier gleich im Gang auftauchen. Gleich kommt der nächste Blip da. Okay. 3 Stück. Ja, okay. We have movement. Sind doch ein paar inzwischen. Und 6 CP. Ich glaube, da könnten wir alle raus. Warte mal.
Also du weg. Dich weiß ich gar nicht, ob ich weghaben will. Du machst erstmal noch eine Barriere. Und zwar da. Jetzt kannst du weg. Sonst stehst du nämlich im Weg. Dann kannst du weg. Kannst du dahin. Die sind alle viel zu weit weg, ja. Jo, 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 jo. Ist im Sack. Ist im Sack. Du dahin. Jetzt du. Ein Command-Punkt. Oh, es gab schon ein Achievement für 7. Du dahin. Schaffen wir diese Runde noch? Oh, das wäre schön. Ja, schaffen wir. Genial. Okay, du dahin. Tada! Mit allen Mann geschafft. Sehr schön. By the glory of the Primarch, you have brought honor on your name and those under your command. Rest now. The final test of our resolve draws near. 53 Minuten, 50 Kills, alle Überlebende, 18 Runden. Ja, das war bisher die epischste Mission, würde ich sagen. Aber es hat alles reibungslos geklappt. Sehr schön. Jetzt erstmal ein Käffchen und wir sehen uns gleich wieder.